Diese Schönheit, dieser Klang. Wir hatten zu zweit magische Stunden. Boah, Papa, das Ding ist aus der Steinzeit und du hast es sowieso woanders gekauft. Geben Sie uns beiden noch eine Chance? Oh, na klar, dafür sind wir doch da. Egal wo gekauft, wir reparieren alles. Radio Schulz, Ihr Fachgeschäft vor Ort. Die machen das wirklich. Mein Name ist Toni Deck von Mavesa und ich habe heute mir spontan, wir haben uns gerade getroffen und haben uns überlegt, ein kurzes Interview zu machen, den Can Göktemir vom TSV Havelse. Can, hi, grüße dich, wie geht's dir? Alles gut, und selbst? Ja, läuft, alles gut soweit. Can, wir wollen mal über die aktuelle Situation bei dir sprechen. Du bist jetzt beim TSV Havelse in die erste Herren gekommen, quasi das erste Jahr jetzt. Und ja, läuft ganz gut bei dir. Drei Spiele, ja, hier ist ein bisschen laut. Drei Tore schon, ne? Drei Spiele, drei Tore, genau. Ja, wie hast du den Saisonstart erlebt? Erzähl mal. Ich habe damit gerechnet, dass ich halt die Einsatzzeiten kriege und halt so, wie es bei einem Jungen gehört, erstmal mich aufbaue. Aber der Trainer hat mir eine Chance gegeben, als Stürmer sogar zu spielen und plötzlich habe ich angefangen zu treffen und ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich habe einfach aufs Tor geschossen und der Ball war dann drin und jetzt habe ich so einen Lauf und jeder Torschuss geht einfach rein und darüber bin ich auch glücklich. Hätte nicht damit gerechnet, aber drei Spiele, drei Tore, besser geht's nicht und darüber bin ich echt froh. Du spielst ja eigentlich auf der 10, jetzt als Stürmer. Fühlst du dich da vielleicht ein bisschen wohler oder doch lieber als 10? Lieber auf der 10, das ist meine Lieblingsposition, aber der Trainer hat mich da hingestellt und dann mache ich auch meine Aufgabe und ich habe es, denke ich, auch gut hinbekommen. Drei Spiele, drei Tore und darüber bin ich erstmal glücklich und wenn er mich weiter auf die 9er Position stellt, dann werde ich da auch weiterhin auftreten und spielen, ja. Sprechen wir ein bisschen über die Vorbereitung. Wie ist die so verlaufen? Was waren da vielleicht so die Highlights aus deiner Sicht? Also die Vorbereitung ist gut verlaufen. Wir hatten auch morgens Training. Wir haben einmal auch gegen 96 gegen die Profis gespielt. Da habe ich auch 65 Minuten gespielt. War ein geiles Gefühl, gegen einen Bundesligisten zu spielen. War eine geile Erfahrung und wir haben auch 1-0 geführt und haben dann 2-1 unglücklich verloren. Aber das nehmen wir halt mit für die Saison und es war halt ein sehr geiles Gefühl. Wie sind so die Ziele, sowohl mit der Mannschaft wie auch die persönlichen für die Saison jetzt? Also mein persönliches Ziel ist, einfach weiterhin Gas zu geben und weiterhin einfach meine Spielpraxis zu bekommen und zu sammeln, um die Erfahrung im Herrenbereich zu sammeln. Und als Team würden wir gerne aufsteigen, das ist unser Ziel. Aber ich denke erstmal unter den ersten 5, da wollen wir hinkommen auf jeden Fall. Okay, sprechen wir so ein bisschen über die private Situation. Du bist jetzt auch nach Hannover gezogen, glaube ich, ne? Ja. Vielleicht ein paar Worte dazu. Wie sieht es da aktuell aus? Ja, ich bin jetzt seit 2 Wochen in Garbsen. Da habe ich eine Wohnung bekommen. Da lebe ich mit einem aus meiner Mannschaft zusammen. Und es ist viel besser, als wenn ich von Hameln immer nach Hannover fahre. Und es erleichtert mir sehr vieles. Und das bringt mir halt eine bessere Leistung auch im Training, weil ich dann nicht immer hin und her muss und kann ich mich mehr auf Fußball konzentrieren und ja. Alles klar, Can, vielen Dank und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, ich lese die nächsten Wochen auch, dass du triffst, ne? Danke.